Das hier ist D-Punkt, Twitch-Mod von mir und Minecraft-Spieler seit 2010. Obwohl er somit eigentlich mehr Erfahrung als die meisten von uns haben sollte, hat er eine Sache tatsächlich noch nie geschafft, den Enderdrachen zu besiegen. Auch nach hunderten Versuchen und etlich angeschauten Videos ist er immer spätestens im Nether gestorben und hat dann einfach aufgegeben. Doch genau das werde ich heute ändern. Mein Ziel ist es, zusammen mit D-Punkt in eine neue Welt zu starten und ihn dort so gut zu unterstützen, dass er diesen wichtigen Meilenstein nach 13 Jahren endlich erreicht. Was dabei alles schiefgelaufen ist und ob wir es zusammen am Ende wirklich geschafft haben, seht ihr heute in diesem Video. Viel Spaß. Hey, was geht ab? Ey, geiler Skin. Ja, habe ich ähnlich gemacht wie Gustav. Hab das einfach aus dem Internet genommen, 3 Pixel geändert und damit ist es eindeutig. Auf meiner Brust soll ein Batman-Symbol sein. Das habe ich sogar erkannt. Weil ich in dem Game extrem Batman bin, weißt du? Oh, okay. Okay, ich verstehe, was für eine Richtung das hier geht. Ja dann, bist du bereit, Minecraft durchzuspielen? Freust du dich? Das erste Mal. Ja, das und das Mal. In 2,5 Stunden, damit du zum Training gehen kannst. Weil das ist das Ziel. Das wird ein ich lass nicht viel machen. Ja, ja, das war ja auch so die Idee. Ich behandle dich wie ein Grundschulkind. Ja, mach das. Okay, wir sind jetzt in dieser Welt gespawnt, ne? Mhm. Was machen wir jetzt? Was ist das Erste? Tools. Boah, da hat jemand gelernt. Das ist ja wirklich stark. Du Gustav-Videos. Mein Beileid. Ja gut, dann lehne ich mich zurück und beobachte dich. Okay, sehr schön. Okay, genau, jetzt haben wir ein bisschen Holz gefarmt. Sehr gut, jetzt brauchen wir natürlich Stein. Ich fühle mich wirklich wie ein Kindergärtner. Jetzt erstmal eine Holzspitzhacke, das ist gut. Weißt du, wie das geht? Entschuldigung, ich bin zu gemein. Boah, und jetzt schöne Treppe nach unten, wunderbar. Du kannst mir gerne mal 3 Steine hochwerfen, wenn du Lust hast. Oder 6, dann kann ich dir eine Steinspitzhacke machen. Und gleichzeitig mal ein bisschen Holz farmen, damit ich dann doch ein bisschen was zu tun habe. Guck mal hier, Steinspitzhacke, zack. Und dann farm ich ein bisschen Holz nebenbei, das brauchen wir ja. Wofür? Keine Ahnung. Um vielleicht mit Villagern zu traden. Ach vielleicht. So, ja. Aber wir haben ja verschiedene Wege, um an Enderpearl zu kommen. Das ist ja ein Traum. Aber Holz ist immer gut. Auch so Vanilla-Minecraft habe ich ewig nicht mehr durchgespielt. Immer nur mit Besonderheiten. Ich bin besonders, hat meine Mama schon immer gesagt. Auch dieses war eine Besonderheit. Oh, Essen müssen wir auch gucken. Und dummerweise sind wir in die Welt gejoint, als es so ungefähr Mittag war. Und deswegen wird es jetzt schon nach. Sei nicht verwirrt. Das läuft alles wie geplant. Okay, sehr gut. Standard-Tools. Yo, der erste Schritt zum Minecraft-Durchspielen. Okay, und jetzt ist es Nacht. Das ist natürlich blöd. Was machen wir jetzt? Was würdest du jetzt als nächstes machen? Mich einbuddeln und warten, dass es wieder hell wird. Dann machen wir das. Nein, du musst heute über deine Ängste hinauswachsen. Wir gehen jetzt los und holen uns entweder Essen oder noch besser Wolle für 2 Betten. Weil dann können wir die Nächte immer überspringen und sonst müssen wir uns ja immer wieder einbuddeln. Das ist das Ziel. Und du läufst voran und ich laufe dir nur hinterher. Okay, Wolle sieht sehr blöd aus hier in der Nähe, ne? Das ist echt nicht so gut. Also ich muss sagen, deine Einbuddelungstaktik wirkt immer besser irgendwie. Nein! Geht's dir gut? Voller Herzen? Was? Wirklich? Nur ein bisschen Hunger verloren. Okay, dann nehmen wir uns ein bisschen Essen. Ja, das ist vernünftig. Komm, wir fahren ja mal ein bisschen Essen. Das war ja eh der... Oh, guck mal, wie viele Kühe. Was machen wir jetzt? Ozean? Was anderes suchen? Ja, komm, wir fahren mal über den Ozean. Das ist doch schön. Wir sind gut in der Zeit. Das ist ein neuer Weltrekord. Also, der Platz 1 Speedrunning-Rekord wäre jetzt einfach schon fertig. Schon wenn länger, wir nix haben. Ja, wir können ja hier erstmal anlegen, kurz. Ich habe dein Boot mitgenommen. Und hier haben wir ein paar Hühnchen. Essen mitnehmen ist immer vernünftig. Das schafft, das ja, natürlich genau jetzt, wenn es Tag wird, aber das ist egal. Das ist egal. Ja, genug Schafe für uns beide. Wie wild. Boah, jetzt machen wir richtigen Fortschritt. Okay, stabil. Hast du genug Wolle für Betten? Oder für, ja, eins? Für eins. Sehr gut, ich auch. Das heißt, für die nächste Nacht sind wir safe. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder wir suchen ein Dorf, versuchen ganz, ganz schnell Minecraft durchzuspielen. Oder wir gehen auf Nummer sicher und holen uns erstmal Eisen ran. Also ich finde die sichere Variante gut. Ich auch. Okay, wir suchen eine Höhle. Und wir haben hier eine sehr schöne Höhle, da können wir eigentlich direkt mal reingehen. Hier steht so ein einsames Blümchen inmitten. Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, da gehen wir runter. Das ist eine super Idee. Komm mit, das werden wir gar niemals bereuen. Pass auf, Lava, ne? Ich war kurz davor, die Blöcke abzubauen. Aber ich würde sagen, wir warten erstmal, bis die Lava weg ist. Wie geht's dir? Was macht das Leben? Ist sehr eng hier. Findest du? Das ist One Block. Okay, sehr gut. Ich glaube, jetzt können wir langsam. Kommen Sie mit. Das sieht viel Boah! Okay, dann lass mal ein bisschen Eisen farmen und versuchen dabei nicht zu sterben. Wo bist du? Wo drückt der Schuh? Okay.
Nein! Okay, egal. Okay, ich weiß nicht, ob ich dein Zeug finde. Aber vielleicht kann ich wieder zu dir kommen. Ja, aber das wäre cool, wenn du weißt, wo die... Ah, du bist ja... Oh! Du hast ja Koordinaten, du bist doch da. Und ich ja. kann mir doch jetzt gerade ein Boot machen. 300 und minus 500. Das wird eine weite Reise, aber das wäre perfekt nein, eigentlich. Nein. Hat es, als du schon mal versucht hast, Minecraft durchzuspielen, durftest du da sterben oder hast du dann nach dem Tod immer aufgehört? Nee, also ich... Oder hast du einfach keinen Bock mehr, wie es gerne ich ist? Also Keep Inventory habe ich nie gemacht. Nee, das machen wir nicht. Wenn, dann habe ich immer von vorne angefangen. Okay, ich komm gleich zu dir. Nevermind. Das war ein Glück. Ach ja. Okay, das wird schwieriger als gedacht, aber wir schaffen das. Gut, aber... Let's go! Yo. Oh, das war ganz wichtig. Ich geh nicht in die Höhle, weil das ist ja Quatsch. Du gehst nicht in die Höhle, da könntest du sterben, habe ich gehört. Ist aber noch nie passiert. Ich habe genug Eisen und das Wichtigste, den einen Diamanten für das beste Item in ganz Minecraft und würde sagen, ich komme einfach mal an die Oberfläche. Ich sehe dich. Warum wirfst du mich mit Eiern ab? Ich hatte nur noch Eisen. D-Punkt. Hallo. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Und ich möchte dir als Zeichen meiner Zuneigung und vor allem auch zur Motivation dieses Geschenk überreichen. Behandle es in Ehren. Es ist das wichtigste Item in ganz Minecraft. Es gibt nichts Schöneres. Okay, ach ja, und hier, ein Stack Eisen. Mach was draus. Ciao. Okay. Okay, nee. Okay, komm, wir suchen uns ein Dorf. Nee, warte. MLG! Ich muss doch ans Wasser. Ich brauch doch... Ja, sehr gut, sehr gut. Ich nehme auch mein Wasser mit. Okay, zeig mal. Ich will den MLG. Yo! Wie macht der das? Auch ein Blindeswohn. Sehr gut. Bringt man Korn. Was? Richtiger Jump'n'Run-König. Oh, das ist hoch. Das ist hoch. Oh. Das machen wir später auf jeden Fall noch mit höheren Ebenen. Aber das reicht uns erstmal. Komm, wir suchen ein Dorf. Hast du Kürbisse mitgenommen? Kürbisse habe ich mitgenommen. Wir sind bereit für einen Bogen, Pfeile und dann für den Nether. Ich habe ein Dorf bei 340 und 1200. 340 und 1200? Ich bin 1000 Blöcke entfernt von dir. Ja, okay, du kannst ja schon mal alle Kisten looten. Und wenn's ein Plainsdorf ist, dann auch gerne ganz viele Heuballen mit einer Hoe abbauen, weil Essen ist wichtig. Und ich bin gleich unterwegs. Jo, ich hab ein Dorf! Ein anderes oder was gleich? Nee, das gleiche. Ich hab dich gefunden. Was geht ab? Oh, da gibt's sogar schon einen Fletcher drin. Weißt du, was wir jetzt machen? Du rechtsklickst einmal ganz kurz ein Bett, damit der Respawn-Point da ist. Und jetzt will ich sehen, wie du den Golem bekämpfst. Du darfst dich hochbauen natürlich. Solltest du wahrscheinlich auch, weil sonst sind die echt gefährlich. Aber da bin ich gespannt. Sehr gut. Achtung. Hey. Achtung. Oh, sicher. Sehr, sehr. Das war gerade richtig knapp, ne? Wie viel Herzen hast du noch? Wie viel Leben hast du noch? Dann sollte das ja eigentlich nichts ausmachen. Jetzt hab ich noch zwei. Es tut mir leid. Okay, dann lass mal schlafen und dann können wir morgen traden. Ein Bogen, ich kaufe dir auch mal direkt einen, bitteschön. Und noch ein paar Pfeile. Ich glaube, wenn jeder zwei Stacks hat, sind wir da eigentlich auf der sicheren Seite. Boah, what a deal. 2,5 Stacks, sehr schön. Dann nehmen wir den Fletching Table wieder mit. Und dann können wir in den Nether gehen. Denkst du, du bist bereit für den Nether? Für ich den, weiß. Was dich bis jetzt immer alle Leben gekostet hat, als wärst du Stegi. Komm. Let's go! Das wird ein Fest. Ich habe das mal probiert. Hat nicht funktioniert. Fällt dir hier was auf? An dem Portal, was du da gerade... Eine Ecke zu klein. Ein bisschen. Und guck mal hinter dich. Da sind andere Kollegen auch, die sich auch ein bisschen über dich lustig machen. Ja. Ich roll die mal ganz schnell aus dem Weg. Und du kannst ja schon mal anfangen, die beiden oberen Obsidian abzubauen. Das war dumm, ne? Das war so richtig dumm. Das ist mir aber auch schon mal passiert. Das muss einmal passiert sein, sonst ist man kein richtiger Minecraft-Spieler. Wir haben's! Das Nether-Portal! Nach 1,5 Stunden... Gar nicht so schlecht. Ja, also ich meine, sind ja auch Profis am Werk. Klar. Hier einmal dein Goldhelm, damit wir da gar keine schlechte Bekanntschaft mit den Piglins machen. Und dann hast du die Ehre, das Ding anzuzünden. Wollen wir rein? Willst du zuerst? Nein, du gehst. Geh. Ich gehe zuerst, okay? Ich sichere den Bereich erstmal ab. Oh mein Gott, D-Punkt, komm hier auf keinen Fall mit rein. Okay. Nee, kleiner cool. Spaß. Ist alles safe, alles safe. Yo, we need to go deeper. Da ist er. Okay, was mir gar nicht gefällt, hier ist keine Festung auf den ersten Blick. Oder siehst du irgendeine? Nee, ne? Nee, kann man diesen Nebel ausmachen? Stimmt, oder? Nee, leider nicht. Nur mit Resource Packs. Gute Meldung. Siehst du das da vorne? Nein, weil ich diesen blöden Nebel habe. Da ist ein riesiger Biber. Okay, nein, da ist eine Festung. Aber wie gut. Direkt am Portal. D-Punkt, das ist es. D-Punkt, hier ist eine Blaze Rod.
Ist aber kein Spawner, ne? Nee, ist kein Spawner. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil sonst wird es auch schon gefährlich. Oh, Kiste. Okay, stopp, stopp. Nicht looten. Du darfst dich entscheiden. Nimmst du diese Kiste oder die da drüben? Weil da drüben ist noch eine. Ich nehme diese. Okay. Wer den krasseren Loot hat, ist der coolste von uns beiden. Ich habe 5 Diamanten, eine Netherite-Spitzhacke. Das ist eine Lüge. Und 15 Enderaugen mit Portalrahmen. Also ich habe einen Diamanten und ein Smithing-Template. Na, dann hol das mal raus. Oh, okay, krass. Ich hatte 3 Gold und ein Feuerzeug. Es war die schlechteste Kiste jemals. Ja, und eine Horse-Armor. Oh, brauchen wir das Smithing-Template? Ja, oh. Hast du dir schon mal ein Smithing-Template gemacht? Nein. Ich zeig dir das mal, wa? Guck mal, hier haben wir einen schönen Smithing-Table. Und dann kannst du zum Beispiel hier mal das Gold nehmen und dann da irgendein Rüstungsteil zusammen mit dem Template da reinlegen. Und dann kannst du das so cool drauf machen. Ich glaube, Gold sieht da ganz cool aus auf deiner Brustplatte. Yo, Mr. Nether. Krass. War da gerade ein Diamant drin? Du weißt schon, was ich jetzt... Also, ich finde es schade, dass ich dich darauf hinweisen muss, aber du weißt, was ich erwarte von dir jetzt. Ich habe eine Box. Yo, danke. Oh, das bedeutet mir sehr viel, dass du davon alleine drauf gekommen bist. War das jetzt die du mir am Anfang geschenkt hast oder die ich jetzt gecraftet habe? Oh, nee, ich erkenne eigentlich jede Jukebox, die ich jemals in der Hand hatte, aber die kommen mir nicht bekannt vor. Außerdem stehen da doch auch deine Initialien drauf. Ein D und ein Punkt. Verstehst du? Also, ja. Ja, cool. Wie wir von Blaze Rods. Okay, da außen ist ein Spawner. Der ist halt frei, aber das ist uns ja egal, stimmt? Ja. Also auch ein Spawner, der nicht eingebaut ist, ist für uns kein Problem. Überhaupt kein Problem. Null Kopf. Guck mal in diese Kiste. Brauchst du rein? Weißt du, was das, wie viel 3 Diamanten umgerechnet in Jukeboxen sind? 3. Okay. Jetzt wird's wirklich riskant, weil hier sind auch Wither-Skelette und so. Ich würde sagen, wir sperren erstmal alle Zugänge für die ab, damit die ja gar nicht erst durchgehen können. Und machen hier so eine kleine Schutzwand vor den Blazes. Das Wichtigste, wenn die dich abschießen oder so, wie in Real Life, immer gut essen. Guck mal, wie lässig das ist. Muss man gar keine Angst haben eigentlich. Ich mache einfach kein Developing. Das ist nur warten. Wie lange wartet man dann so im Schnitt? Das kann wirklich... Oh, sorry. Das kann wirklich immer drauf ankommen. Okay, alles gut. Ja. Also manchmal spawnen die instant ineinander, manchmal dauert es wirklich eine Minute, aber länger eigentlich nicht. Aber ich habe natürlich eigentlich auch keine Ahnung. Okay, wir haben 5 Stück. Ich würde wirklich so um die 10 mitnehmen. Nee, beide nicht. Wie ist das gerade passiert? Da steht ein Skelett. Ich habe ein halbes Herz. Okay, wir haben 5 Rods. Ich würde wirklich 10 mitnehmen. Ich komme mal langsam wieder zu dir hoch, ohne zu sterben hoffentlich. Und dann holen wir uns das. Jo, wir haben 11. Okay, jetzt zurück, weil ich habe auch kein Essen mehr eigentlich. Oh, wie so gut. Easy. Wer baut denn mit Holz im Nether? ich bin lebensmüde. Kommen Sie hoch, Herr Punkt. Herr D. Ey, wir haben's. 11 Blaze Rods. Komm, rein da. Ab in die Freiheit. Du hast es hier verdient. Es ist unglaublich. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ja. Und es ist Nacht, das bedeutet, wir legen uns erstmal kurz hin. Okay, weißt du, was jetzt ansteht? Uns fehlen nur noch Enderperlen. Das bedeutet, jetzt wird extrem viel Holz gefarmt und getradet. Aber direkt beim Dorf wäre sogar ein Lavasee zum Portal gießen gewesen. Du hast wirklich Glück gehabt. Dass du es nicht gesehen hast. Dass ich das Portal gefunden. Nein! Oh mein Gott, Riesenfehler! Oh! Nein! Um Gottes Willen! Das schaffen wir nicht. Glaubst du wirklich, wir schaffen das nicht? Ja, tschüss Dorf, war schön mit euch. Glaubst du nicht, es wäre super cool, wenn wir den Raid spielen und dann ganz günstige Trades haben? Wir können auch an Totems kommen bei einem Raid, ne? Wir können auch an Totems kommen. Und so schwer ist es nicht. Ich habe ein Schwert schon in der Hand. Wir machen das. Rein da! Okay, die Villager sind schon da. Da unten in der Höhle. Kannst du es eigentlich relativ easy mit dem Bogen spielen? Boah, Löwe. Hast du jemals so Raid gespielt? Nein, nie. Sehr gut. Bin mir gar nicht sicher, was es am Ende bringt, aber ich glaube, wir bekommen gute Discounts. Und außerdem freuen sich die Villager. Und glückliche Villager machen einen glücklichen Gustav. Wo bist du? Ich habe ein bisschen Essen. Ich bin oben. Da bei der Glocke. Apropos Glocke. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das jetzt und aktiviert die Glocke. Stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Warte, ich aktiviere die Glocke. Glocke aktiviert, yo. Nee, aber ehrlich, D-Punkt, die gucken meine Videos, genießen das bis jetzt voll und haben trotzdem noch nicht abonniert, obwohl ich so kurz vor den 400.000 stehe. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann das einfach nicht verstehen. Also, Like und Abo zum Support. Dankeschön und wir müssen das Dorf weiter beschützen. Kannst du mal bitte da rauskommen? Ich? Ja, ich hab Aim-Skills des Todes. Let's go! Oh Gott, ich dachte, der wäre viel lower. Das war's.
Das war's. Das war's. Krass, ich glaube, wir haben. Ich glaube, wir spielen auf Easy. Ah, okay. Und das ging ja sauschnell. Nice. Erstes Mal Nether durch. Erster Raid. Was kann denn jetzt noch schief gehen? Yo, beschrei's nicht. Aber ich habe wirklich auch ein gutes Gefühl. Hast du denn den richtigen Trade? Ich habe gerade den richtigen Trade freigeschalten. Und wir bekommen für 23 Sticks von Emerald. So, und außerdem muss ich mir gleich mal einen Braustand herstellen. Wofür, D-Punkt? Ein Braustand. Was könntest du denn brauen wollen? Du denkst falsch. Und du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich hatte Hausaufgaben auch? Ja. Ja, er hat, mein Hund hat, Die gefressen. Achso, ja, dann ist okay. Das habe ich noch nie gesehen. Wusstest du das? Wenn du ein Hero of the Village hast, dann schenken dir Villager manchmal auch Sachen. Also, das sollte man wissen. Aber ich habe das noch nie richtig in Action gesehen. Der hat mir gerade einfach Lapis hingeworfen, der Vollidiot. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Brauche ich überhaupt nicht. Danke für nichts. Okay, du kannst jetzt sehr gerne die richtig viele Sticks herstellen und die alle mit dem Fletcher hier traden. Und dann die Emeralds investierst du in den Cleric. Da erkläre ich dir gleich, wie das geht. Okay, es wird getradet. Bist du bereit? Ja. Dann geh einmal auf den Cleric und dann tradest du so lange Redstone, bis oben diese Leiste voll ist. Dann gehst du einmal raus und dann verwandelt der Bree sich. Also ich kann das mit Redstone aber weitermachen, ne? Nee, das gibt einen anderen Fortschritt. Also jetzt ist clever, das nächste zu holen. Lapis, ja. Dann einmal ein bisschen Glowstone und nach dem Glowstone sollte es eigentlich kommen, theoretisch. Bist du bereit? Mhm. Du darfst zuerst reinschauen. Guck in das Menü, scroll nach unten und sag mir, dass er Enderperlen verkauft. Ladies and Gentlemen, er verkauft Enderperlen. Boah, Löwe! Boah, okay, das ist ganz wichtig. Das hätte mich so viele Nerven gekostet und dich auch. Ich habe 2 Stacks Holz. Ich glaube, das sollte reichen. Wie viele Enderperlen hast du? Ich habe 18. 18? Okay, perfekt. Ich habe 2. Das bedeutet, wir haben genug für 20 Augen. Wirf das erste Auge. Wohin? Wohin auch immer du willst. Okay, ab geht's in diese Richtung. Den Punkt, das Auge geht zurück. Ja, aber wo? Das Auge. Ich habe den Stronghold gefunden. Das ist nicht das gelogen. Doch. Ernsthaft? Ich weiß genau, wo er ist. Ach so, direkt unter dir. Direkt unter mir. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der D-Punkt ist, dann wäre alles perfekt. Ja. D-Point. Hallo. Was geht ab? Oh, sicher, souverän. Auch die sichere 2-Block-Variante. Ja, immer. Ein Traum. Never dig straight down. D-Punkt, wir haben ein Problem. Du bist auf Bedrock-Ebene und es ist kein Stronghold da. Ich bin so gut wie auf Bedrock-Ebene und es ist kein Stronghold da. Also, dass der jetzt noch anfängt, ist schon relativ unwahrscheinlich. Man könnte schon sagen, unmöglich. Das bedeutet, wir müssen wieder nach... No way! Das habe ich noch nie gesehen. Ich bin auf Höhe minus 56. Der ist hier. Guck dir das an. Ganz kuriose Sachen passieren hier gerade. Das ist ja ganz weird. Oh, das wird ja immer schlimmer. Der Stronghold ist in dem Deep Dark. Das heißt, hier könnte schon der ein oder andere Warden mal auftauchen, ne? Ach, nee. Dann hätten wir wirklich ein kleines Problem. Oh, hier neue Gänge. Oh, so viele. Oh, Portalraum. Geil. Siehst du den das erste Mal oder hast du schon mal ins End geschafft? Ich habe schon mal einen gesehen, aber ich weiß immer, dass man das hier zubaut. Sehr gut. So. Fülle die Augen auf. Ich liebe dieses Geräusch. Boah. Da ist es. Gehen wir rein. Ja, gehen wir rein. Wir gehen rein. Oh, was geht ab? Jo. Okay. Ja, hier ist ganz okay. Hier ist sicher. Wir bleiben hier. Danke fürs Zuschauen. Ich habe den Punkt ins End gebracht. Okay, wir bauen uns raus. Ohne Scheiß, ich bin wirklich aufgeregt. Ich bin sogar aufgeregt. Ich war noch nie so angespannt. Die Zuschauer sollen unbedingt mal in die Kommentare schreiben, wann sie das erste Mal Minecraft durchgespielt haben. Also das würde mich wirklich interessieren, weil bei D-Punkt, der das Spiel seit 12 Jahren, hat es noch nie durchgespielt. Bei mir war es auch erst nach ein paar Jahren, als ich das besessen habe. Also lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich glaube, heutzutage ist normal, dass man das direkt durchspielt. Aber so alte Hasen wie wir beide brauchen immer unsere Zeit. Okay, bist du bereit, die ganzen Türme zu zerstören? Ich will mir das mal anschauen, wie du das so machst. Willst du das anschauen? Ich will mir weiß, das mal anschauen. Dass man hier unten reinschießen kann, aber kann ich das? Boah! Yo, sorry. Das war viel zu niedrig. Aber stark. Da ist ja wirklich das Aim richtig da. Helft dir bei den hohen Türmen ein bisschen, ne? Auch wenn ich die selber nicht treffe. Habe ich den schon kaputt gemacht, den Kristall da oben? Das würde erklären, warum ich den die ganze Zeit nicht treffe und auch gar nicht so richtig sehe. Ich bin tot. Nicht, weil ich kann MLGs. Boah, das ist immer gefährlich, sich im End hochzubauen. Und der letzte Turm dürfte das sein. Yes. Geil. Der da oben? Ja, ne? War der letzte. Ja, kann sich nicht mehr heilen. D-Point. Boah, er geht direkt schon in die Mitte und weiß genau, wo er draufschlagen muss. Sehr okay, stark. Gut. Aber es ist kein Witz, ich habe das bis jetzt nur immer zugeguckt, ne? Ich habe das noch nie selber gemacht, was ich hier tue. Ich habe auch klatschnasse Hände. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ey, das ist so geil. Jetzt treffe ich dieses Vieh nicht. Hör auf mich. Oh, Achtung, ich genieße es
ein bisschen. Ich guck dir ein bisschen zu. Komm her, Fräulein. Boah, aber schön, dass du sie Fräulein nennst. Das Minecraft-Wissen ist auf jeden Fall Ist doch, oder? Ist doch. Ja, ja, eben. Es geht in die Mitte. Das könnte das Finale sein, ne? Geh da rein und erledige ihn. Da ist er. Das erste Mal in seinem Leben. Aber er trifft nicht. Ich stress nicht. Nein. Oh nein. Nee. Nee, 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 du schaffst das! Ja. Du schaffst das! Das gibt's nicht! Nein! Was? Ich treffe das Vieh nicht. Ich treff's davon nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Wie hast du den MLG gerade gehittet? Sehr gut. Gib ihm. Er dreht sich. Aber das ist der letzte Hit. Der letzte Hit. Da ist es! Ich fass es nicht! Oh. Das ist dein erstes Mal Minecraft durchspielen! Oh. Gönn dir alle XP. Gönn dir alle XP, die hast du dir verdient. Das ist ja krass, ey. 13 Jahre, überleg dir das mal. Wirklich 13 Jahre. Für den Moment. Noch Fackeln dabei. Ich will sowas von dieses Ei haben. Du holst dir, du hast dir das Drachenei verdient. Ich schick's dir rüber. Das hast du dir wirklich verdient. Boah, ist das verrückt. Ich fass es nicht. Ich ein Drachenei. Ach du heilige Scheiße. Wie fühlst du dich? Unfassbar, ey. Ich hab klatschnasse Hände. Das war so unfassbar gut. Das hat super Spaß gemacht. Ohne Quatsch. Das war so cool. Richtig Spaß gemacht. Mir jetzt auch voll Spaß gemacht. Ohne Kack. Das war voll geil. Ich freue mich bei diesem. Das ist wirklich ein besonderer Moment. Und ich freue mich, da dabei zu sein. Möchtest du zum Abschluss noch ein paar Worte richten an die Zuschauer? Gustav, definitiv liken, abonnieren, ganz wichtig. Kommentar schreiben für den Algorithmus, super wichtig. Unfassbar viel Spaß. Das ist absolut Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Gustav, dass du mich da durchgeführt hast. Ich habe mir alles gegeben. Ausgehalten hast. Vielen Dank. Und sie sollen sich natürlich jetzt auch als nächstes direkt noch das Video in der Endcard anschauen, wenn ihnen das gerade gefallen hat, stimmt? Das Video in der Endcard, ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Tschüss. Ciao.